Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Parkwerk Modellbau. Es geht weiter mit dem Bau unseres Fast and Furious Dodge Charger. Die nächsten Bauteile wollen in der jetzt kommenden Ausgabe verbaut werden. Und es geht weiter mit der, ja, kann man sagen, mit der Front, wenn man das so sagen möchte, mit dem vorderen Abschnitt des Fahrgestells. Den Vorderrahmen haben wir ja schon bekommen. Das Rad, was wir schon bekommen haben, mit angebaut. Und in der letzten Ausgabe diverse Querträger angebaut, um ja noch ein bisschen mehr Stabilität in das Ganze reinzubringen. Und damit geht es genau auch heute dann weiter mit der nächsten Ausgabe. Denn wie ihr schon sehen könnt, liegen die Bauteile schon parat. Weitere Querträger und ein Gehäuse. Genau, eine Motorgehäuseabdeckung ist mit dabei. Das alles wird heute mit verbaut und ich würde sagen, machen wir uns direkt an die Teile und zwar in der nächsten Ausgabe vom Dodge Charger RT, Ausgabe Nummer 7. Ja, die nächste Ausgabe will verbaut werden. Ausgabe 7 ist heute am Start. Die Bauteile liegen hier. Unsere bisherige Konstruktion hole ich mal auch schon direkt her, weil wir die ja gleich auf jeden Fall brauchen. Zuletzt haben wir diese Querträger und alles angebracht in diesem Bereich. Und jetzt geht es mit weiteren Details weiter. Den lege ich mal eben zur Seite wieder, bevor wir ihn gleich brauchen. Und ja, machen wir uns direkt an die Bauteile dran. Mal gucken, wie gut wir heute zurechtkommen. So, auch hier merke ich schon, da hat D'Agostini wieder schön dieses Mal getrennt, die Schrauben. Aber ich glaube, das wird nicht so bleiben. Das ist jetzt vielleicht mal ganz aktuell so, aber ich glaube, da wird es sich noch wieder in dem Bereich entwickeln, wie wir es schon hatten. Und zwar, ja, das sind sie, die Bauteile, die verbaut werden wollen. Einmal eben auf machen. Natürlich wieder aufpassen, dass einem nichts entgegenfliegt. So, da haben wir sie. Mal ohne Verkleidung. Hier sehen wir schon das Motorgehäuseabdeckung. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die aus Plastik ist. So auf den ersten Blick. Aber nein, diese Abdeckung, dann kann man wahrscheinlich nicht hören, aber die ist auf jeden Fall aus Metall. Das ist massiv. Genauso wie ein weiterer Querträger. Der ist auch aus Metall. Und auch wieder eine Querträgerabdeckung, die haben wir dann auch wieder aus Plastik. Und dann diese Stange hier, die ist auch interessant. Die ist auf jeden Fall, merke ich gerade auch schon, sieht man auch schon, dass ich sie biegen kann. Auch aus Plastik, 7D, die vordere Stange. Dann haben wir hier zwei gleiche Verbindungsstücke für diesen vorderen Stabilisator. Ups, nicht wegfliegen. Zweimal an der Zahl. Natürlich wieder diverse Schrauben, die wir gleich brauchen und noch zwei Teile. Die sollen aber nicht gleich sein. Ich gucke mal eben. Ja, selbst die sind mit L und R markiert. Sehr schön. Ganz, ganz klein kann man sehen, aber das sind diese beiden Bügel hier. Das sind die linke und rechte Halterung für den vorderen Stabilisator. Die haben tatsächlich hier eine Markierung. Ich glaube, mit dem R kann man das am ehesten erkennen. Vielleicht hier auch. Und zwar hier. Boah. Da muss ich wirklich die Teilaufnahme machen. Da kann man es vielleicht erahnen, dass da ein R zu sehen ist. Und das andere dann eben entsprechend mit dem L markiert. Jo, das sind die Bauteile. Und ich würde sagen, bereiten wir alles vor und dann geht's los. So, zuallererst brauchen wir wieder den nächsten Querträger. Den haben wir hier aus Metall. Und der wird wieder mit einer Abdeckung versehen. Die wird, wie auch beim letzten Mal, einfach wieder hier in die Innenseite quasi eingelegt. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Genau, passt sehr gut. Und wird dann verschraubt mit 3 cm-Schrauben. Legen wir schon mal daher. Dann kann es losgehen. Ich probiere mal so einen etwas dünneren Schraubendreher, weil die Schrauben relativ schmal sind.
Vielleicht greift das dann einfach besser. Ich mache wieder erstmal die mittlere. Damit das Teil wenigstens schon mal fest sitzt. Einmal. Wobei sich damit ehrlich gesagt schwerer drehen lässt. Ich probiere doch mal den größeren. Ja, das geht dann doch besser. Nummer 2 sitzt. Ich sehe übrigens gerade auch, bevor ich die dritte reinschraube, selbst der Querträger hat hier ein R und eine L-Markierung mit dran. Also selbst an diesen Teilen wird darauf geachtet, dass man schon die richtigen Positionen angibt. Nur die Richtungen angibt, damit das Ganze auch alles richtig zusammengesetzt wird. So, damit ist die Abdeckung, wie man sehen kann, mit dran und die wird jetzt mit diesem Teil verschraubt. Das ist jetzt die Motorgehäuseabdeckung. Ein bisschen gebogen das Ganze. Wir brauchen jetzt, wollen gucken, welche Seite wir brauchen. Und zwar brauchen wir quasi diese Seite, die hier so geschwungen ist. Eine Seite hat in der Mitte, kann man unterscheiden, ein Loch. Die brauchen wir gleich noch nicht. Beziehungsweise kommt von dieser Seite aus jetzt der Querträger mit dran. Der wird hier so quasi drüber gelegt. Und die Abdeckung wird hier drüber gelegt. Müsste auch greifen. Ja, sehr schön. Und von oben kommen dann weitere Schrauben rein, und zwar 2 km Schrauben. Die hatten wir die schon mal? Ja, bestimmt. J, naja gut, muss nicht. Ich habe den M, LM haben wir noch nicht gehabt, aber KM weiß ich gar nicht so genau. Naja, auf jeden Fall wird die Motorgehäuseabdeckung jetzt damit dran geschraubt. Irgendwann steigt man auch nicht mehr so richtig durch, was für Schrauben man hier hat und welche noch nicht. Naja, Hauptsache sind alle da, die man braucht. Beziehungsweise sogar mehr als man braucht, weil ja immer irgendwelche Ersatzschräubchen mit dabei sind. So, da nochmal gucken, ob der wirklich sitzt. Ja, der sitzt auf jeden Fall. So, der Querträger ist mit dran geschraubt an das Teil. Das ist der erste Schritt für heute. Dann kommt der zweite Schritt. Und zwar brauchen wir jetzt diese hier. Das ist die vordere Stabilisatorstange, die, wie man sehen kann, auch in der Mitte einmal gebogen ist. Das ist praktisch auch für mich jetzt gerade die obere Seite quasi. Und da kommen jetzt links und rechts von unten jeweils diese beiden kleinen Teile dran. Das sind die beiden Verbindungsstücke, genau. Die werden hier praktisch drunter gelegt. Eingesteckt nicht, aber hier drunter gelegt quasi. Oder von unten dran gelegt. Und von oben kommt eine DP-Schraube, um die Teile zu fixieren. Mal gucken, ob das so weit klappt. Muss man auf der einen Seite irgendwie festhalten. Auf der anderen Seite dann verschrauben. So, das geht aber gut, weil das beides Plastikteile sind. Lässt sich das sehr gut verschrauben. Da haben wir das erste Teil schon mal. Auf der anderen Seite genauso. Ich glaube, die Verbindungsstücke sind auch exakt gleich, also da muss man jetzt nicht drauf achten, wie rum man das Verbindungsstück hält. Das ist dann quasi selbsterklärend. So, damit hat der Stabilisator jetzt, die Stabilisatorstange jetzt 2 Verbindungsstücke mit dran. Das haben wir, genau. Und jetzt wird diese Stabilisatorstange mit dem ersten Stück verbunden. Und zwar muss ich jetzt auch mal gucken, von wo das Ganze soll. Und jetzt nämlich von der anderen Seite, wo wir noch nichts mitgemacht haben, mit der Seite, wo hier in der Mitte ein Loch ist. Das brauchen wir jetzt. Und jetzt kommt die Stabilisatorstange. Muss man eben selber gucken, wo rein das Ganze muss. Ach so, andersrum. Nee, doch so rum.
doch so rum, dass die, ja, dass die Stange hier quasi so über die obere Seite rüber geht. Aber das Ganze wird miteinander verbunden mit den anderen beiden Verbindungsstücken jetzt hier. Jetzt muss man natürlich gucken, was wo ist. Hier haben wir R, hier haben wir L. Oben habe ich jetzt gerade hier L bei mir liegen, das heißt, es wird auch das linke Stück dann sein. Das hat einen Pin an der Unterseite hier, könnt ihr da sehen. Und der Pin müsste ich hier in dieses Loch, in dieses größere, der Fokus macht mich verrückt, in dieses mittlere Loch gehen. Und die Schraube kommt gleich da ein Stück daneben. Dass das quasi gleich so aussehen wird. Dazwischen kommt aber, soweit ich das sehe, in diesen Bügel jetzt die Stange, wenn das richtig aus, so richtig aussieht. Genau, dadurch kommt jetzt nämlich die Stange. Ja, okay. Und zwar, ja, quasi. Muss ich jetzt mal gerade so halten. Quasi so das Ganze, damit die da durchgesteckt wird. Das Ganze wird verschraubt mit einer weiteren CM-Schraube. Auf der einen Seite muss ich festhalten, auf der anderen Seite die Schraube aufsetzen. Mein Gott. Multitasking. Das ist gar nicht so einfach, da kein Teil irgendwie an irgendeiner Stelle festgebaut ist, sondern es einfach so ein freischwebendes Teil quasi ist. Ups. So. Ja, sitzt in der Position, damit ist die Stange wenigstens schon mal halb fest. Und auf der anderen Seite kommt das andere Teil dann dran. Ja. Interessante Konstruktion, die wir hier haben, aber gut. So, damit ist die Stange jetzt zumindest an dem Punkt fixiert. Könnt ihr sehen, die bewegt sich zwar noch, aber die ist zumindest an dem Punkt fest und kann sich jetzt nicht mehr komplett dann verabschieden. Ja, und damit haben wir tatsächlich alles erledigt, was in der heutigen Ausgabe 7 gemacht werden soll. Das soll nämlich noch nicht, so wie es aussieht, nö, noch nicht an das Gestell verbaut werden. Es geht tatsächlich heute nur um dieses Stück. Guck mal eben schon einen Schritt weiter. Nee, da passiert dann auch was anderes. Okay, na gut, dann legen wir uns den Teil erstmal beiseite, bis wir ihn dann wieder gebrauchen können und bis das Teil dann quasi eingebaut wird. Gut, das ging dann doch mal ein bisschen, schneller und lockerer von der Hand, ohne große Probleme. So soll es sein, so kann es gerne weitergehen. Und damit ist die Ausgabe 7 auch soweit abgeschlossen. Legen wir uns beiseite und wir schauen mal eben rein, wie es in der nächsten Ausgabe 8 weitergeht. Ja, Ausgabe 7 ist soweit verbaut mit der Abdeckung des Motorgehäuses. Ne, Motorgehäuse, Abdeckung genau. Und die Stabilisatorstange ist da ebenfalls mit dran gebaut und wartet dann auf den letzten Endes, auf den Einbau. Ja, das ist das Thema der Ausgabe 7 gewesen. Wie geht's weiter in der nächsten Ausgabe? Wir entfernen uns ein kleines wenig wieder von der vom Vorderbau, sag ich mal, unseres Dodge Charger. Stattdessen wollen wir mal langsam dafür sorgen, dass das zweite Vorderrad kommt und dem Ganzen wieder ein bisschen Gleichgewicht bringt. Momentan ist es gerade ja ein bisschen schief wegen der
dadurch, dass nur ein Rad momentan vorhanden ist. Deswegen geht es bald weiter mit dem zweiten Rad. Und die ersten Bauteile, zwar nicht fürs Rad selber, aber zumindest als Unterstützung fürs Rad, die gibt es in der nächsten Ausgabe. Habt ihr schon mal bei mir liegen. Das wird dann die Ausgabe Nummer 8 sein. Und da bekommen wir die ersten Teile für die Bremse und Radaufhängung für das zweite Rad. Die Teile kennen wir ja schon. Die werden dann verbaut. Ich hoffe mal, dass dieses Teil auch dann komplett ist in der nächsten Ausgabe und beide Zapfen hat und nicht wieder so ein merkwürdiges Spielchen mit Sekundenkleber ich hier anfangen muss, weil da das Teil nicht komplett fertiggestellt wurde in der Produktion. Ich hoffe nicht. Mal schauen, wie das dann wird. Ja, damit geht es dann weiter in der nächsten Woche mit Ausgabe Nummer 8. Für heute haben wir alles erledigt. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr darüber freuen. Noch mehr allerdings über ein Abo, wenn ihr es noch nicht eingerichtet habt. Dann bekommt ihr auch direkt die nächsten Nachrichten hier, wenn hier neue Videos online gehen. Beziehungsweise aktiviert doch einfach die Benachrichtigungsglocke. Dann werdet ihr direkt informiert und verpasst keine Ausgabe von welcher Serie auch immer, aber ihr verpasst dann keine Ausgabe. Zumindest die Nachricht davon, wenn hier was Neues auf meinem Kanal online geht. Gut, mehr bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen, als vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann nächste Woche mit Ausgabe 8 vom Fast and Furious Dodge Charger wieder. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.